Ha, so historisch. Okay, Leute. Nächste Quest von Julus. Der letzte Widerstand gibt 462.000 XP. Da geht ordentlich was. Holt euch Popcorn, lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee, trinkt irgendwas und genießt die Story. Okay. Also wir können noch, wir haben noch eine Hose. Oh, die ist deutlich besser, guck mal. Wir haben noch eine Hose und wir haben hier noch schöne Drähte, hä? Oh ja. Also muss man schon lassen, ne? Ist schon schick. Guck mal, jetzt sind wir komplett in Grau. Sind aber ist auch wirklich alles besser, was wir momentan finden, wie die Set-Teile. Aber könnt ihr auch mal irgendwas machen? Wieso stehen die da einfach nur dumm rum? Ist das denn ihr Ernst? Hallo Leute, hier wird gekämpft. Könnt ihr mal unterstützen? Nö. Warum auch? Warum sollte man hier auch mit eingreifen? Man könnte einfach daneben stehen und dumm gucken. Wieso einfach da standen? Lass den Idiot schon machen. Der macht's ja. Immer muss ich vorlaufen und die Tricksarbeit machen. Wehe, die lassen mich jetzt hier nochmal alleine kämpfen. Dann flippe ich aus. Ey, ist das verbuggt? Die können den gleichen Scheiß auch nicht nochmal machen. So frech. Die stehen einfach da dumm rum, während ich hier kämpfen muss. Drecksäcke. Drecksäcke. Alize und Alfine durften ja nicht, aber der Typ hätte mir ja ruhig helfen können. Was will er jetzt hier? Ich bin kurz vor Level 83.
1671 Routine. Warum nur 60%? Schade. Schade, schade. Habe ich hier meine XP-Reserve schon aufgebraucht? Oha, das sind wohl die Besessenen. Die sehen aber komisch aus. Oh, überhaupt gar keine Chance. Also gefühlt mache ich viel mehr Damage. Gut, in so Quests war es immer relativ einfach, ne? Das muss man dazu sagen. Aber der Yulus da, der macht überhaupt keine Anstalten, mir in irgendeiner Form zu helfen, ne? Aber so wirklich gar keine. So, 83 sind greifbare Nähe, Leute. Aha, selbst hier sind noch Leute anzutreffen morgens. Morgens um 6 Uhr gibt es noch mehrere Verrückte. Aber wir haben mal gesehen, momentan streamen einige Deutsch, weil sie müssen morgens streamen. Also wann sonst? Wann sollen sie sonst streamen? Abends kommen sie nicht mehr rein. Einfach eine U-Bahn-Station. Kaputt. Sau cool, oder? Sau coole Atmosphäre einfach. Ah, da ist der Ätherit, siehst du mal. Hast du das gewusst? Okay, let's go zum Commander. Mir fällt ja auch gar nicht auf. Fällt auch gar nicht auf, dass drei wildfremde Leute plötzlich hier im Bahnhof stehen. Erstmal harmonisieren hier. Ich will aber...
Würdevoller Kommandant. Bin ich mal gespannt, wie würdevoll der wirklich ist. Also habe ich drei ihrer Vertreter mitgebracht. Hört, hört. Dann stell uns doch bitte mal vor. Würdevoller General. Zu Befehl. Stand doch eben gerade Vertreter, oder habe ich mich so verlesen? Dies ist unser Kommandant. Quintus Vanzina, Legatus der glorreichen 1. Legion. Die 1. Legion? Sie besteht also noch. Wir haben Kaiser, Hauptstadt und einen Großteil unserer Kameraden verloren. Und mein einst starker Körper ist ebenfalls nur noch ein Schatten seiner selbst. Bestehen würde ich das nicht nennen. Euch ist das aber sicher nur recht, nehme ich an. Boah, die sind so feindlich eingestellt. Das ist richtig krass. Das Leid, das ihr ertragen musstet, bringt uns keinerlei Genugtuung. Wir sind nicht in feindlichen Absichten hier. Spar mir die leeren Beteuerungen. Ich weiß gut genug, dass es zwischen Feinden kein Mitleid geben kann. Wir haben es viel zu oft erfahren. Erst hat man uns aus unserer gepriesenen Heimat vertrieben. Und dann war uns selbst hier unser kärgliches Glück nicht vergönnt. Wir schufen die Magitek-Waffen, doch zur Abschreckung reichten sie nicht. Als der Feind uns zu überrennen drohte, mussten wir sie einsetzen. Und so sahen unsere Kaiser, erst Solus und später auch Varys, ihr Heil stets nur in der Flucht nach vorn. Ein größeres, ein stärkeres Reich sollte uns schützen. Ich kann nicht abstreiten, dass unsere Geschichte seit jeher von Konflikten gekennzeichnet ist. Und dennoch hat sich mir wiederholt gezeigt, dass hinter den Zielen eines jeden Volkes mehr steckt als bloßes Selbstinteresse. Natürlich wären wir froh, den Teloforoi gemeinsam mit eurer kampferprobten Truppe trotzen zu dürfen. Aber mehr noch als das treibt uns der Wunsch, euch zu helfen. Das glaube ich dir sogar. Doch wie hehr eure Ideale auch sein mögen, eure Anführer hätten wohl kaum ein ganzes Regiment nach Garlemald geschickt, wenn sie sich nicht einen Nutzen davon versprechen. Mal angenommen, wir nehmen euer Angebot an. Man würde sicher einen Ausgleich fordern, sobald die Gefahr gebannt ist. Wieder einmal würden die Galear ihre Freiheit verlieren. Das dritte Auge, Stolz unseres Volkes, würde verkommen zu einem Mal der Knechtschaft. Nein! Niemand wird euch eure Ehre nehmen. Wir sind hier, weil wir eine bessere Welt schaffen wollen, in der alle in Frieden leben können. Wenn mich die Freunde, die uns auf unseren Reisen begegnet sind, eines gelehrt haben, dann ist es, dass man niemals die Hoffnung aufgeben darf. Für euch mag das wie blauäugiger Unfug klingen, aber mich treibt das an. Die Zwillinge. Misstraut mir, wenn ihr wollt, aber verratet mir wenigstens, was ihr euch erhofft. Der Konflikt zwischen Garlemald und Eorzea hat unendlich viel Leid gebracht. Ist es wirklich so seltsam, ihn beenden zu wollen? Was spricht dagegen, unsere Probleme gemeinsam zu bewältigen? Eigentlich nix. Lasst mich euch mal was fragen, ihr Idealisten. Wenn ihr euch wirklich so sehr nach Frieden sehnt, warum habt ihr euch Garlemald dann in den Weg gestellt, als es versucht hat, die Welt zu vereinen? Weil wir nicht an eure Götter glauben? Weil wir anders aussehen als ihr? Oder andere Ideale und Vorlieben haben?
Berechtigte Frage. Wir würden niemals freiwillig das aufgeben, woran wir glauben. Und ein Frieden, der auf einem solchen Opfer aufbaut, hätte ohnehin keinen Bestand. Aus diesem Grund werden wir bis zum Schluss dafür kämpfen, unsere Freiheit und unseren Stolz zu bewahren. Das erhoffe ich mir. Ich denke, unser Gespräch ist hiermit beendet. Keine Angst. Es liegt mir fern, willkürlich Opfer zu fordern. Doch bis ich entschieden habe, was zu tun ist, werdet ihr bei uns bleiben. Mhm. Ich habe immer noch ein Buch neben mir. Keine Gegenwehr leisten. Doch erlaubt uns bitte, uns frei bei euch zu bewegen und mit allen zu reden. Nur zu. In eine Zelle wollte ich euch ohnehin nicht werfen, denn da werdet ihr alsbald steif gefroren. Und tot nützt ihr mir nichts. Legt ihnen die Halszwingen an. Die verbieten wahrscheinlich Äther. Was ist das? Nur ein Anreiz, euch von eurer besten Seite zu zeigen. Aber passt auf, Fehlverhalten könnte schmerzhafte Konsequenzen haben. Nein, bei der wäre das zwecklos. Das ist schließlich niemand anderes als die Heldin Irseas. Ihr kennt mich? Wenn dir auf dumme Gedanken kommt, lasst ihre Freunde leiden. Macht ihr um uns keine Sorgen. Wenn wir erstmal ein paar neue Bekanntschaften gemacht haben, sind die Dinger schnell vergessen. Die sind eher optimistisch. Diese Kinder. Euch ist der Ernst der Lage wohl nicht bewusst. Die wurden gerade gefangen genommen. Eine wilde Schlechterin, die Träumen hinterherjagt. Das verstehe, wer will. Sorge dafür, dass sie sich ordentlich benehmen. Quintus. Aha, aha, aha. Zu Befehl. Befehl. Ja, krass. Der letzte Widerstand. Oh Gott. Es wurde mit meiner Erfahrungsstufe unterbrochen.